einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind, dass heute Abend so viele Menschen gekommen sind. Und wir haben noch gedacht, naja, also wir sind bestimmt schnell durch. Es kommen vielleicht so 50 Leute bei 35 Grad. Der Rest hängt im Biergarten ab. Danke, dass ihr alle da seid. Wir freuen uns sehr und begrüßen ganz herzlich Dr. Matthias Jung heute Abend. Segelsetzen, das Wunder der Wandlung. Also für mich ist das ein kleines Wunder. Wir machen ja viele Veranstaltungen, aber wie gesagt, bei den Temperaturen und zu dieser Zeit jetzt, dass Sie alle gekommen sind, ist ja auch schon mal ein kleines Wunder. Das ist das Wunder, um das es heute Abend nicht gehen wird, sondern um das Wunder der Wandlung. Und so wie Sie hier alle sitzen, gehe ich mal davon aus, dass das jeder von Ihnen, jede von Ihnen auch schon erlebt hat, wahrscheinlich sogar mehrfach erlebt hat. Was es bedeutet, in einer Zeit zu sein, in seinem Leben zu spüren, ich kann es nicht mehr kompensieren, egal mit was, ich kann nicht noch mehr essen, ich kann nicht noch mehr trinken, ich kann nicht noch mehr joggen oder Fahrrad fahren, also irgendetwas in mir ruft einfach, die Seele klopft an und ruft, ich will gehört werden, ich will Veränderung, ich brauche Veränderung. Es gibt diesen klugen Satz, die Schlange, die sich nicht häutet, stirbt. Also das ist so das Gegenteil von die Segel neu setzen. Wenn ich mich diesen Häutungen versuche zu entziehen, dann wird es eben auch schmerzhaft. Und diese Fähigkeit, sich aufzumachen, bedeutet ja auch, dass wir manchmal Werte wieder überprüfen müssen, dass wir Prioritäten auf jeden Fall wieder überprüfen müssen, dass vielleicht Liebgewonnenes irgendwann nicht mehr stimmig ist und wir Dinge, die wir sicher glaubten, lassen, sein lassen müssen. Mit dem Wort loslassen habe ich immer so meine Schwierigkeiten, weil ich denke, es gehört ja zu uns, zu unserer Biografie, und etwas sein lassen heißt auch einfach, es darf da sein, aber eben nicht mehr in meinem engen Feld, nicht mehr in meinen Träumen, nicht mehr in meinem Alltag. Alle Wandlung braucht Mut, und ich habe heute, ich muss jetzt mal dieses Handy anmachen, ich hoffe, Sie haben es alle aus, ich mache es mal an. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen gestern ging, also wer jetzt unseren Büchertisch gesehen hat, hat gesehen, wir haben unsere Arbeit gründet sich vom Fakt auf Persönlichkeitsentwicklung. Das große Thema Psychosomatik, Psychiatrie ist eins unserer Herzensthemen, aber eben auch ein politisches, humanistisches Weltbild, das wir ganz in uns tragen und warum wir tun, was wir tun. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, also mir war es gestern Abend etwas schlecht. Ich konnte kein Fernsehen gucken und ich hatte heute Morgen echt... Ich bin so ein Nachrichtenjunkie, ich lese viel, ich gucke viel, und heute Morgen traue mich gar nicht, die Zeitung aufzumachen. Vor dem, was im Moment in unserem Land passiert ist. Und ich sage das auch im Zusammenhang mit Segelsetzen und an das Wunder der Wandlung glauben. Ja, also mir ist heute Morgen so ein Satz begegnet, ich versuche das jetzt mal ohne Brille. Der Mensch sollte sich niemals genieren. Einen Irrtum zuzugeben, zeigt er doch damit, dass er sich entwickelt hat, dass er gescheiter ist, als er es gestern noch war. Das hat ein Jonathan Swift gesagt. Und das finde ich, darin liegt auch eine Größe. Also auch die, und dabei ging es mir noch nicht um die heutige Veranstaltung, dabei ging es mir noch nicht um Sie alle, sondern da ging es mir wirklich um die Menschen, die allen Ernstes sich die Faschisten zurücksehnen, und ich dachte, es sind ja unsere Brüder und Schwestern, es sind ja Freunde und Nachbarn, es sind ja Verwandte, es sind ja Menschen in unserem Land, und wie können wir eine Einladung aussprechen? Und dann dachte ich, ja, vielleicht sind sie auch morgen klüger, als es heute waren, und haben auch die Größe, das zuzugeben, dass Faschismus keine Alternative zur Demokratie ist.
Aber sich nicht zu genieren, wenn wir merken, wir haben Wege eingeschlagen, die uns nicht gut tun, sei es eine Ausbildung begonnen und zu merken, wow, es macht mich nicht glücklich. Sei es eine Ehe, die vielleicht auch 30 Jahre getragen hat und die Werte haben sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt und der Schmerz ist größer als das Vertrauen oder die Freude. Also die Größe zu haben, zu sagen, ich darf meine Segel neu setzen, erfordert Mut und vor allen Dingen erfordert es Liebe, also die Liebe zu sich selbst und die Liebe zu dem Leben, das wir haben. Und ich freue mich, lieber Matthias, dass du heute Abend in deiner gewohnten Art über dein neues Buch Segel setzen, das Wunder der Wandlung, zu uns sprechen wirst. Vielen Dank. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, erstmal freue ich mich riesig. Ich bin fassungslos, dass der Saal so voll geworden ist. Ich habe eigentlich auch gedacht, jetzt trinkt jeder ein Bier oder es wird noch gegrillt und so weiter. Ich war von der Versuchung auch nicht ganz frei, in einem Biergarten noch zu sitzen. Also das ist schon überwältigend und ich danke euch beiden natürlich auch. Das sind jetzt so viele Jahre, ich glaube fast 25 Jahre, dass wir immer wieder in Wirges haben wir angefangen, zu den Vorträgen kamen und ihr habt immer ein unerhört weites Repertoire gehabt. Der Gedanke, der Themen, der Einfälle, des Motivierenden, das ist schon ganz, ganz großartig. Und ich bin also immer dankbar, dass ich dabei sein darf. Das ist was Wundervolles. Und ich bin natürlich auch dankbar, Wunder der Wandlung, dass ich mit 82 Jahren noch lebendig bin. Gewiss ein leichter Verwesungsgeruch, aber ich bin einfach... Ich darf noch berufstätig sein, ich darf lieben, ich darf Bücher schreiben, ich darf im Fernsehen auftreten und ich leite bei uns das Gesundheitszentrum Dr. Buckerhaus in Lahnstein. Was für eine Freude in diesem Alter, das einfach noch zu erleben. Das macht mich schon sehr dankbar. Wie bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, dieses Buch und dieses Thema zu wählen, Segel setzen, das Wunder der Wandlung? Genau das, was du gerade gesagt hast, Heike. Es ist natürlich das eigene Leben und wenn ich denke, was mich geprägt hat, dann waren es gerade die Krisen in meinem Leben und durch die Krisen einfach bedingt auch die Neuaufbrüche und heute muss ich sagen, ich schätze diese Krisen. Man muss den Krisen diesen peinlichen Beigeschmack von Panne, von Versagen muss man ihnen nehmen. Es ist normal, das Leben geht durch Krisen, durch das Wort Krise kommt vom altgriechischen Krinein. Und Krinein heißt entscheiden, hier entscheidet sich was Neues. Ich kann zurückfallen, ich kann abstürzen, ich kann aber auch durch die Krise reifer kann ich einfach werden. Theodor Fontane sagt einmal so schön, harre, hoffe, nicht vergebens zählest du der Stundenschlag. Wechsel ist das Los des Lebens und es kommt ein neuer Tag. Immer wieder kommt ein neuer Tag. Übrigens auch politisch, wie du dankenswerterweise gesagt hast, ich habe die Kämpfe in der Bundesrepublik von dem Kampf um die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall durch die IG Metall. Probieren wir nochmal neu, ja. Kampf gegen die Notstandsgesetze, Kampf um die Anerkennung der Ostgrenzen, Kampf um die Anerkennung der Reformpolitik bei Willy Brandt, der Kampf der Frauenbewegung, der Kampf, dass auch unsere, für uns Männer, unsere schwulen Brüder, dass sie ein Recht haben auf Liebe und Anerkennung. Es war immer wieder auch Kampf und Krise und es war kein einfacher Weg, da ging es auch über die Brüche. Was hat mich ganz besonders beeindruckt, was war mir wichtig und es wäre auch mein Appell an jeden von euch, wenn ich mal das therapeutische Du verwenden darf, nachzudenken, welche Krisen habe ich nachträglich gesprochen gebraucht. Das kann eine Trennung, eine Scheidung gewesen sein, das kann eine Krankheit gewesen sein, die durch Vernachlässigung, durch mich selbst entstanden ist. Das kann Verlust des Arbeitsplatzes sein, Verlust der Weiblichkeit, Verlust der Männlichkeit. Einfach mal zu fragen, was war so die wichtigsten Probleme in meinem Leben und wo war ich gezwungen, in die Wandlung zu gehen? Wandlung ist das Gesetz des Lebens, die Metamorphose. Die Metamorphose. Die Raupe entwickelt sich zum Schmetterling und sie verliert die alte Existenz, um eine völlig neue Seinsweise zu entwickeln. Goethe sagt einmal im westöstlichen Divan,
über seine eigene Charakterentwicklung, und er war ein wandlungsreicher Proteus, da sagt er, lange habe ich mich gesträubt, endlich gab ich nach. Wenn das alte Ich zerstäubt, wird das neue wach. Und solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Er spricht von der Werdelust, der Lust, sich zu entwickeln, und das geht in der Regel nicht ohne Schmerzen. Eines meiner größten Erlebnisse war, dass ich beim ersten Angang durchs Abitur mit Pauken und Trompeten durchgefallen bin. Da gab es überhaupt nichts dran zu deuteln. Und meine Mutter, eine berühmte Ärztin mit einer Riesenpraxis, geschieden, hat mich in die Sprechstunde unten gerufen, saß da ganz autoritiert, weißer Kittel, Stethoskop, die Spachteln hier vorn drin. Also ich war da wirklich ein zitterndes Würmchen, wie ich da vor ihr stand. Und dann sagte sie ganz freundlich, aber bestimmt, Matthias, ich kann dir nicht mehr helfen. Ich habe nicht die Zeit, dir Vokabeln abzuhören oder Trigonometrie oder Dinge mit dir zu machen. Ich muss Geld verdienen für euch vier Kinder. Und die drei älteren Geschwister, Albert, Christoph, Maria Theresia, sind bereits im Studium. Frag mich nicht, was das kostet. Ich muss Geld verdienen, ich kann dir da nicht helfen. Du musst jetzt, er hat es richtig ordinär formuliert, du musst deinen Arsch heben. Sonst wirst du nicht studieren können, im Unterschied zu deinen Geschwistern. Überleg dir das gut. Ich zahle dir jede Nachhilfestunde, aber jetzt musst du für dich eintreten. Und das habe ich kapiert. Dann habe ich gelernt und habe das dann auch bestanden. Und es wurde mir eines vollkommen klar, das war das Lernerlebnis dieser Krise. Du kommst mit Schirm, Schaum und Melone kommst du nicht durch. Du musst hart arbeiten. Und das hat mir ein Jahr meines Lebens gekostet. Kevin allein zum Haus. Die Kommilitonin bzw. die Konabiturientin, die Konabiturienten, die sind von meiner Heimatstadt Konstanz nach München, nach Tübingen, nach Freiburg, nach Düsseldorf, nach Berlin sind die gezogen, und ich hockte da und musste eine Unehrenrunde drehen. Da habe ich eines kapiert, es braucht Disziplin und Hartnäckigkeit. Es wird dir im Leben nicht leicht gemacht, und Bildung zu erwerben ist ein ganz anstrengendes Geschäft, vor allem wenn du Geisteswissenschaft studieren willst. Ich habe dann Philosophie, Germanistik und Pädagogik studiert, und ich wurde vom ersten Semester an ein Überflieger im Studium. Ich habe keine einzige Prüfung vergeigt, und nicht, weil ich ein schlaues Kerlchen war, die Angst saß mir im Nacken, und so ein bisschen sitzt mir immer noch im Nacken, ich möchte nirgendwo mehr durchfliegen. Ich habe dieses Erlebnis, habe ich einfach gebraucht, um aufzuwachen. Und das ist auch, du hast es hier richtig gesagt, ich brauchte die Krise, es ist kein Grund zu schämen. Und ich habe meine Leserinnen und Leser, ich habe sehr viele Bücher geschrieben, immer mit den Zuschriften von Leserinnen und Leser. Dieses Buch ist im Wesentlichen, ist es von Frauen und Männern geschrieben und nicht von mir. Ich habe sehr vieles einfach protokolliert. Und ich habe sie zwei Fragen gestellt. Was war deine größte Entpuppung? Was war deine wichtigste Schmetterlingsgeburt? Positiv besetzt, kannst du das mitteilen? Und die zweite Frage, was würdest du anderen raten? Und da kamen ganz überwältigende Ergebnisse, kamen da. Das erste, ich habe sechs Fälle mir heute mal rausgesucht. Das würde ich unter die Überschrift setzen, Lob des Schmerzes. Das ist ein großes Wort. Wer hat denn schon gern Schmerz, und warum soll der Schmerz gelobt werden? Und gerade den Fall, den ich hierzu bekommen habe, der ist ganz besonders grässlich und schlimm und ungeheuerlich schmerzhaft. Das waren ein Paar, das war Dagmar und Leonhard, und denen war die 16-jährige Tochter Susanne ganz schrecklich und wider jede Vernunft geraubt worden. Die war mit dem ersten Freund ihres Lebens heiß verliebt, lebte auf dem Lande draußen, dann ist sie mit ihm zur Disco gefahren, da haben sie dann bis 1 Uhr nachts getanzt und sich gefreut und auch getrunken. Und dann
Er hat mit dem geliehenen Motorrad eines Freundes, hat er sie hingebracht und sie sagte, du, jetzt nehmen wir ein Taxi. Das geht nicht, du hast getrunken. Das ist zu gefährlich. Nein, nein, ich bin absolut sicher. 5 Kilometer von der Disco entfernt, hat er bei Übergeschwindigkeit und Fahruntüchtigkeit die Kurve geschnitten. Sie hat sie verloren und sie ist an eine Pappel, ist sie gerammt worden, war sofort tot. Die Eltern, es war ein Albtraum für die Eltern, dieser sinnlose, schmerzhafte Tod. Es gibt ja ohnehin eigentlich kaum etwas schwer zu Ertragendes, als wenn ein Kind von uns stirbt. Das ist einfach gegen jede Vernunft. Und da kann man auch nicht so sülzen und sagen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Das bleibt sinnlos und es bleibt eine Wunde bis zum letzten Tag des Lebens. Also der Schmerz wird auch bleiben. Der wird vielleicht milder werden, sanfter werden, aber der ist nicht zu entfernen. Ja, warum dann Lob des Schmerzes? Die Eltern sind zunächst, und wen würde das überraschen, versteinert vor Schmerz. Dagmar berichtete mir, früher schien mir das Leben wie ein einziges Fest. Die ersten 2 Jahre nach Susannes Tod bewegten wir uns beide wie im Totentanz. Es gab keine Freude mehr. Ich habe Abend für Abend geweint. Leonard stierte vor sich hin oder saß lustlos vor einem Computerspiel. Wir wissen alle, dass Frauen und Männer, überhaupt Menschen, unterschiedlich trauern. Das Weinen ist immer noch, denke ich, eine der intensivsten und reinigenden Arten zu trauern. Hildegard von Bingen sagt einmal, nennt die Tränen den, wie nennt sie es, den Augenregen nennt sie den, weil die Augen, das Fenster zur Seele, die werden genässt und gereinigt. Das seelisch gelähmte Paar hatte das Leben selbst verdrängt, wenn man will, beendet. Doch die menschliche Existenz ist schöpferisch. Es gibt das Bild des Phönix, der immer wieder aus der Asche aufsteigt. Bei Harry Potter spielt der Phönix die ganz große Rolle. Leonard erinnert sich, wir stießen auf ein Projekt, bei dem gesunde und behinderte Kinder gemeinsam betreut werden, also Inklusion vom Feinsten. Wir haben dann einen 16-jährigen Jungen mit Down-Syndrom, also ein Kind in Susannes Alter, mit 16 war sie gestorben, ein bisschen adoptiert. Wir holen ihn häufig am Wochenende zu uns, wo er dann in Susannes Zimmer schläft. Das mag uns zwar nicht mit ihrem Tod zu versöhnen, aber wir sind in Bewegung geraten, aus der Totenstarre in Bewegung. Manchmal sind wir wie tot, wir sind nekrotisch, wie totes Gewebe. Wir leben nicht und das ist wohl das Schmerzhafteste, wenn wir am Ende unseres Lebens feststellen müssen, wir haben nicht gelebt. Rilke beschließt einmal ein Gedicht mit dem Titel Leben, ganz am Ende, ich habe geliebt und gelebt. Das ist die entscheidende Dimension und der entscheidende Ertrag eines Lebens. Das mag uns zwar nicht mit ihrem Tod zu versöhnen, aber wir sind in Bewegung geraten. Unser Lebenstempo ist gemessener, etwas melancholisch geworden. Der Begriff kommt vom Altgriechischen, Cholos ist die Galle und Melas ist schwarz, die schwarze Galle. Aber es ist wieder hoffnungsvoll. Früher haben wir im Leben sozusagen heiß getanzt. Jetzt ist es eher ein langsamer Walzer, von Molltönen kontrapunktiert. Dagmar und Leonhard nahmen Susanne und ihre Lebendigkeit in ihre treuen Herzen auf. Es wurde eine memorative Liebe, eine sich erinnernde neue Liebe zu der Unvergesslichen und es wurde zur Dankbarkeit, sie gehabt zu haben. Der Schmerz ist in unserem Sprachschatz fast immer negativ besetzt. Er ist ein Malum, ein Böses. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Vom Entwicklungsgedanken des Lebens aus gesehen, könnte man auch paradox vom Lob des Schmerzes sprechen. Der Schmerz birgt Wahrheit
und Weisheit in sich. Der Schmerz kann Reifung bedeuten. Ich habe das selbst erlebt beim Tod meiner geliebten Frau vor 3 Jahren. Es war natürlich erstmal nur furchtbar. Ich habe geweint und geweint und habe mich erstmal zurückgezogen. Das war nicht die Frage. Aber ich bin wieder zum Leben erwacht und habe ihre Botschaft realisiert. Sie ist sanft und milde, mit 80 Jahren gestorben, dass sie zu mir immer sagte, ich will, dass du ein fröhlicher Mann bleibst. Das hat sie so besonders geliebt, dass ich sie immer zum Lachen gebracht habe. Ich bin auch ein kleiner Halodri. Und das hat mich so ganz langsam kam diese Lebensfreude zu mir. Ich bin wieder auf Menschen zugegangen und ich habe aus ihrem Tod viel gelernt, mich neu zu entwerfen. Das war außerordentlich wichtig. Und mit 82 Jahren, ich darf es hier in Montabaur sagen, mit 82 Jahren habe ich nochmal die Liebe gefunden. Ich bin richtig in ein Honigfass, bin ich hineingestürzt, ganz großartig. Die Aphoristikerin Marie von Ebner-Eschenbach sagt einmal in einem Aphorismus, der Schmerz ist der große Lehrmeister des Menschen. Unter seinem Hauch entfalten sich die Seelen. Das dürfen wir auch sehen. Und Friedrich Rückert, der große Autor der Kindertotenlieder, ich glaube, sie wurden von Brahms vertont, wenn ich es richtig habe, der über den Tod seiner 2 kleinen Kinder unendlich schwer hinwegkam und die anrührendsten und tiefsten Totengedichte geschrieben hat, sagt einmal, nimmt das Bild der Muschel, dass sie die Perle trägt, das macht die Muschel krank. Dem Himmel sag für Schmerz, der dich veredelt, Dank. Es kann also auch die Perle kann das sein. Wandel, beispielsweise ein Wandel, der mich sehr fasziniert hat, das ist der Wandel im Zeichen des antiken Gottes Eros. Platon hat mal den Sokrates so schön zitiert und Sokrates sagte im Symposium, in dem großen Gastmahl, wo sie gesoffen haben wie die Heiden und über die Liebe gesprochen haben, Sokrates war stockschwul und hat den schönen Alkibiades geliebt, aber er hat ihn immer so ein bisschen vom Leib gehalten. Der Alkibiades hätte ihn umbringen können vor Zorn, weil er ihn so geliebt hat. Und da sagt der Sokrates, unter den seligsten Göttern allein ist Eros, wenn das zu sagen erlaubt und nicht zu vermessen ist, der seligste, der schönste und das beste. Gott, Eros. Ist doch immer wieder, sind wir in der Liebe. Und im Augenblick keinen Partner zu haben, keine Partnerin zu haben, heißt ja nicht, dass wir nicht ohne Liebe sind. Wir können Menschen umarmen. Und oft sagen mir Frauen beispielsweise, du, ich bin 75, ich kriege keinen Mann mehr, du glaubst gar nicht, wie das schwierig ist. Und die Männer, die noch eine Frau wollen, die wollen immer jüngeres Modell wollen die haben. Dann sage ich, hast du eine Bäckerin? Ja. Gehst du öfters einkaufen? Ja. Sag ich, dann zerr sie doch mal hinter dem Tresen vor und sag, ich will sie umarmen. Also mach doch etwas. Ich möchte den sehen. Man darf doch auch mal fragen, darf ich dich umarmen? Also wenn es nicht schleimig ist oder so, ist doch was Wunderschönes. Und wie das Wirken von Gott Eros ist, und er ist der Gott des Wandels, ähnlich wie auch Amor mit seinem Pfeil oder wie die göttliche Aphrodite, das verrät uns der große spirituelle Lehrer Pierre Stutz, der wäre hier auch mal sehr dran zu sprechen. Der hat Bücher geschrieben mit über 1 Million Auflage, ein früherer Mönch. Was ist mit ihm passiert? Er hat eine ergreifende Lebensbilanz geschrieben in einer Autobiografie zu seinem eigenen 70. Geburtstag. Und er sagte, ich habe die schmerzliche und zugleich heilsame Erfahrung gemacht, dass Brüche im Leben zu einem Durchbruch zu mehr Lebendigkeit sein können. Und er hat seine Autobiografie unter den fesselnden Titel geschrieben, wie ich der wurde, den ich mag.
Das glänzend gesagt, weil oft mögen wir uns selber nicht. Der Feind sitzt in unserer eigenen Brust. Wir haben Minderwertigkeitskomplexe. Wir haben die größte Liebesgeschichte unseres Lebens noch nicht absolviert. Die Liebesgeschichte mit uns selbst, das hat nichts mit Narzissmus zu tun. Und oft werden wir als Kinder schon versaut. Das sind die Traumata der Kindheit, sind es, die uns nicht glücklich werden lassen, die den Minderwertigkeitskomplex in uns züchten. Das ist eine künstliche Züchtung. Kein Säugling wird mit einem Minderwertigkeitskomplex geboren. Das sind die schlechten Botschaften. Er lebt hier auf im Kanton Aargau. Das ist so zwischen Basel und Konstanz am Rhein entlang. Ein kleiner Schweizer Kanton, und er wuchs in einem kleinen erzkatholischen Dorf auf. Meine Familie schreibt, er sieht mich als Sonnenschein, was in mir mehr Druck als Freude auslöst, weil es auch bedeutet, immer für andere scheinen zu müssen, gut darauf zu sein. Das kann eine sehr schwere Last kann das sein, die kindliche Vergnügtheitspflicht, nicht mal traurig, nicht mal verzweifelt, nicht mal melancholisch sein zu dürfen, Vater Sonnenschein, Mama Sonnenschein spielen zu müssen. Und doch regte sich früh in seinem Leben eine Beunruhigung. Per Stutz: Zu meinen wenigen Kindheitserinnerungen gehört auch ein diffuses Gefühl, anders zu sein. Ich spiele nur mit Mädchen, weil ich als sensibler Junge Angst vor anderen Jungen habe. Und ich bin gerne allein, lese viel Bücher, ein Außenseiter also. Er ist kränklich und ängstlich dem Leben gegenüber. Wer kennt solche Empfindungen nicht aus der eigenen Kindheit? Der Heranwachsende spürt eine vage Liebessehnsucht, wohl nach der männlichen Begegnung. Durch die Verdrängung bildete sich ein Panzer um meinen Leib. Das katholische Milieu verurteilte natürlich die Männerliebe als Todsünde, auch heute noch im Sinne der vatikanischen Gesetzgebung. Kann zwar ein schwuler Mann Priester werden, aber darf seine Schwulheit nicht leben. Also lügt unser unglücklicher Außenseiter. Pierre versteckt sich. Zitat: Unglaublich, dass ich bis zu meinem 49. Lebensjahr alles unternehme, um nicht homosexuell sein zu müssen. Was heißt denn homosexuell? Dass ein Mann Männer liebt. So wie lesbisch eine Frau Frauen liebt, gehört zum Natürlichsten der Welt. Pierre hat die Sexualneurose seiner alleinselig machenden Kirche früh verinnerlicht. Man könnte es so eine Art Stockholm-Syndrom nennen, die Identifikation des Opfers mit dem Aggressor. Sich natürlich nicht getraut, dagegen aufzulehnen. Ich weiß noch, in dem Jesuiteninternat, in dem ich vom 10. bis zum 17. Lebensjahr war in Österreich, da wurde uns Jungen gesagt, wenn du ein Mädchen küsst, einen Zungenkuss gibst, darüber bin ich übrigens zum ersten Mal, habe ich erfahren, dass es Zungenküsse gibt, das war dann sehr produktiv, aber wenn du einem Mädchen einen Zungenkuss gibst und am nächsten Tag überfährt dich ein Lastwagen und du konntest nicht beichten, die Sakramente der alleinselig machenden Kirche entgegennehmen, dann wirst du auf ewig in der Hölle schmoren. Jeder Terrorist kann nach 16 Jahren ein Gnadengesuch einreichen. So, aber nein, ein Kuss auf eine Mädchenlippe ist unverzeihlich. Das Weltall ist längstens untergegangen. Unsere Erde ist verglückt, du wirst immer noch gegrillt und hängst im Grill. Unglaublich. Dann tritt er in den katholischen Orden der Frères des Écoles Chrétiennes in Neuchâtel ein. Das ist eine hochherzige Gemeinschaft, ein Bildungsorden. Der Ordensgründer Jean-Baptiste de La Salle aus dem 18. Jahrhundert hat als Adeliger sein Vermögen verschenkt, Theologie studiert, das Vermögen verschenkt, damit arme Kinder und Jugendliche lesen und schreiben lernen können. Das geht natürlich, gehört das zu den guten Werken der Kirche. Und es hat dem jungen Pierre außerordentlich imponiert. Er wollte diese Schere zwischen Arm und Reich auflösen. Er hasste diese himmelschreienden Ungerechtigkeiten. Und er findet in der engagierten Brüdergemeinschaft, es sind knapp 18 Brüder, findet er eine geistige Heimat.
Und auch wenn er rebellisch ist, er kämpft für die Frauenordination zum Priestertum und gegen die Repressionen seiner heiligen Mutterkirche. Vor allen Dingen aber ist er ein begeisterter jugendlicher Seelsorger, ein Organisator im Kloster, der Abt wird er. Er ist ein spiritueller Meditationsmeister, ein Bibliodramatiker, ein Redner und unendlich erfolgreicher Schriftsteller. Seine Kirche müsste eigentlich stolz sein auf diesen charismatischen jungen Mönch. Das Gegenteil ist der Fall. 1992 erreicht ihn vom apostolischen Nuntius in Bern das Verdikt des Vatikans gegen seine Bücher, weil er die Sexualethik der katholischen Kirche nicht nachvollziehen kann und sich, wie gesagt, für das Frauenpriestertum einsetzt. Stutz leidet unter dieser Traumatisierung. Zitat: Emotional trifft mich dieser Brief viel mehr, als ich wahrhaben möchte. Ich bin zutiefst gekränkt. Jahrelang schufte ich 18 Stunden am Tag, um jungen Menschen lebensnahe und bejahende Glaubenserfahrung zu ermöglichen, und als Dank werde ich kritisiert. Dabei ist dieser von Rom sozusagen gemaßregelte Priester in seiner seelischen Einsamkeit und seiner unerfüllten erotischen Sehnsucht depressiv. Warum soll ein Priester keine erotische Sehnsucht haben? Zitat: Ich bin lebensmüde mit meinen 39 Jahren, das war schon später, und ich ertappe mich manchmal mit der leisen Hoffnung, morgen nicht mehr erwachen zu müssen. Also eine suizidale Grundstimmung, eine Depression. Je länger, desto mehr registriert Stutz die Schreie meiner Seele, wie er das nennt. Ein Tinnitus quält ihn. Ich denke, das ist eine klassische psychosomatische Reaktionsbildung auf das Überhören seiner Liebesbedürfnisse. Er schreibt: Die Seele weint. Ich sitze oft lange auf dem Sofa und blicke mit Tränen auf mein Bett. Die Vorstellung, weiterhin alleine dort schlafen zu müssen, tut mir am ganzen Körper weh. Welche Seligkeit, wenn man mit einem geliebten Menschen, ist doch völlig egal, welches Geschlecht er hat, wenn man da in Löffelchenstellung einschlafen kann, wenn man seinen Atem hört, wenn man sich noch mal küsst vor dem Einschlafen und am Morgen beim Aufwachen wieder küsst. Das sind so die fundamentalen Bedürfnisse, die wir alle selbstverständlich haben. Dieser Blick auf meine Einsamkeit verdunkelt die Psyche, die sich so nach Zärtlichkeit sehnt, schreibt er. Und dann, oh Wunder, meldet sich die Befreiung. Die Vase, Günter Grass hat einmal gesagt, der Fortschritt ist eine Schnecke. Ja, es dauert oft mit Schneckenlangsamkeit, bis sich die Wahrheit und die Vernunft und das Begehren und die Sehnsucht durchsetzt. Er findet den Mut zu Exerzitien bei den Jesuiten, die da sehr kritisch waren, und zu einer Therapie bei einem Jungianer. Er erhält den entscheidenden, mutmachenden Rat, sich als schwul zu outen. Kottke, Kottke, es koste, was es wolle, es ist deine Wahrheit und du musst dich dafür nicht schämen, auch von der religiösen Begründung her. Gott hat dich so gemeint, wie du bist, er hat keinen Fehlgriff gemacht. Pierre tritt vor seine Mitbrüder, jetzt mit 39 Jahren, nach 20 Jahren Qual. Weinend und schreiend gesteht er ihnen, dass er schwul ist. Zitat: Wenige Worte, die anderen mit Schmerz erfüllen. Nun fließen auch noch ihre Tränen, was uns für immer verbindet. Sternstunden meines Lebens miteinander erfahren, dass angesichts des Abschieds, der ja wie ein Sterben ist, sich intensives Leben ereignet. Intensives Leben im Schmerz. Endlich werde ich zu mir selbst entlassen, zu meiner ureigensten Aufgabe, Homosexualität und Spiritualität miteinander zu versöhnen. Meine Teammitglieder sind in einem schützenden Kreis um mich. Sie umarmen mich, trösten mich, halten mich schweigend und sind einfach da.
Keiner hat den Vorteil. Er ist ins Fernsehen gegangen, hat 800 Zuschriften bekommen. Die erdrückende Mehrheit war absolut zustimmend, voll von Anerkennung und Wertschätzung. In einem kleinen Dutzend von Briefen wird er als Judas verschrieben, als Mensch, der seinen Glauben verliert. Pierre Stutz: Jemand sieht meinen Platz nur noch in der Hölle. Das macht mir keine Angst mehr. Niemand kann mich in die Hölle schicken, weil ich aus der Hölle komme. Ich denke, das ist auch die richtige Definition von Hölle. Manchmal bereiten wir uns die Hölle oder andere bereiten uns die Hölle. Und dann fragt man sich, hat er sein Glück gefunden? Ja, das Glück heißt Harald. Und den Harald hat er kennengelernt. Er hat spirituelle Wanderungen in den Berner Alpen gemacht. Und da kam auch ein Deutscher, und der kam baumlang gut aussehend. Ich habe die Fotos von dem gesehen. Und die beiden haben sich ganz sachte und herantastend hatten sich verliebt. Dann hat der Pierre gesagt, jetzt muss ich mal in den Unterlagen schauen, der ist doch ein Deutscher, woher kommt der? Der Pierre wollte doch nicht aus der Schweiz raus. Dann hat er festgestellt, der lebt in Paderborn. Dann sagte er, das habe ich bei einem Vortrag bei ihm auch gehört, ich habe damals eigentlich gehofft, dass Paderborn in Baden-Württemberg liegt, also nicht so weit weg. Da musste man entsetzen verstehen, dass das knapp vor Nordpol liegt. Und dann haben sie sich gefunden, sie haben geheiratet, und der Harald seinerseits, der hat eine starke Nierenschwäche, der muss ständig zur Dialyse, was deren Liebe einfach noch vertieft. Und der Pierre Stutz hat ein sehr schönes Wort der protestantischen Mystikerin und Reformtheologin Dorothee Sölle zitiert. Die sagt einmal, die Hamburgerin: Christsein bedeutet das Recht, ein anderer zu sein. Unerhört schön. Und hätte er den Mut nicht gehabt, möglicherweise wäre er auch früh gestorben, einfach aus Verzweiflung, aus nicht gelebtem Leben. So schwer kann es manchmal sein, gegen Konventionen zu verstoßen, eine Gemeinschaft zu verlassen, all das, was so ist. Schauen wir das nächste an. Wandel. Die Heilung von Gefühlsarmut, das ist sehr oft ein klassisches männliches Syndrom, weil Männer auf Nüchternheit, Rationalität gepolt, dressiert werden. Ein Mann weint nicht, reißt sich zusammen, ein Indianer weint nicht. Und genauso war es auch hier. Diese psychische Taubstummheit, die Unfähigkeit, Gefühle zu zeigen. Norbert war so ein Fall. An ihm konnte ich das Männersyndrom, Gefühlsarmut, gleichsam am lebenden Objekt studieren. Er kam mit seiner Frau Brigitte, beide Namen sind geändert, zu mir in die Praxis. Eigentlich wollte er gar nicht kommen, aber die Not trieb ihn, die Krise trieb ihn, der Schmerz trieb ihn, genau das. Situation war verdüstert. Der Kettenraucher, der chronische Whiskytrinker und Arbeitssüchtige, hatte mit seinen 49 Jahren gerade einen Herzinfarkt hinter sich. Und der Herzinfarkt, wiederum vermutlich eine psychosomatische Reaktion, trat dann ein, als seine Frau mit den beiden Kindern ausgezogen ist. Sagte: Mit dir, du bist ein Kühlschrank, wir sind bestenfalls eine Wohngemeinschaft, aber da ist keine Liebe mehr. So kann und so will ich nicht mehr lieben. Es ist auch gerade wichtig, dass Männer auch, wenn sie krank werden, immer sich auch die Frage stellen, könnte das auch zumindest ein seelischer Anteil in dieser Krankheit, könnte das auch sein. Was war passiert? Brigitte erklärte es in der Paartherapie Norbert mit zornigen Worten. Manchmal brauchen wir auch Zorn, damit wir endlich aufwachen. Und manchmal brauchen wir selber Zorn, um Grenzen zu setzen, rote Linien zu sehen. Wer immer nur lieb ist, das nützt eigentlich nichts. Ich habe mal in Düsseldorf auf einem Graffito gelesen: Immer nur lieb sein ist gefährlicher als Kettenrauchen. Genau das ist, das muss man Frauen oft erzählen, dieses verdammte Liebsein. Sie sagte: Du bist unseren Konflikten ausgewichen, du hast geschwiegen, du hast alles in dich hineingefressen. Als ich dich kennenlernte, wogst du 80 Kilo, jetzt bringst du 110 Kilo auf die Waage. Da wäre doch mal zu fragen, diese
diese Esssucht oder Fresssucht, müsste man sagen, welche unbewusste seelische Funktion hatte die, möglicherweise sich zu verpanzern, möglicherweise in der Esssucht eine Befriedigung zu finden, die ihm das Leben nicht gegeben hat, die er sich nicht nehmen konnte. Wenn wir verliebt sind, dann leben wir von der Luft und von der Liebe. Das spielt einfach keine Rolle mehr. Da spielt auch der Alkohol und solche Dinge keine Rolle mehr. 110 Kilo auf der Waage. Wenn du überhaupt geredet hast, liest du einen Schwall von Worten los, ohne jegliche emotionale Beteiligung. Das erinnert mich an so einen schönen Sketch. Das sagt, trifft eine Frau auf einen alten Schulkameraden und sagt, wie geht's dir? Auch ganz gut. Ja, und wie geht's deiner Frau? Nicht so gut. Ja, was ist mit ihr? Sie ist gestorben. Ja, wie ist sie gestorben? Ja, die ist die Treppe runtergefallen in den Keller, die wollte Nudeln holen. Was habt ihr dann gemacht? Ach, wir haben Kartoffeln gekocht. Also so geht es, der ganze Sketch geht so entlang. Du hast doziert, du hast mir und den Kindern nie richtig zugehört. Zuhören ist Liebe, zuhören ist Wertschätzung des anderen. Du hast seit Jahren keine Fragen mehr gestellt. Wie geht's dir und wie geht's dir am neuen Arbeitsplatz und bist du eigentlich glücklich und sieh, dass du oft so zurückgezogen bist. Du hast auch keine Fragen mehr gestellt, selbst dann nicht, als ich mich sexuell verweigerte. Das erlebe ich immer wieder in der Paartherapie. Da frage ich den Mann, so routinemäßig, ist einfach eine Profifrage, wie steht so mit der Zärtlichkeit und mit der Sexualität? Ach, sagt er, beides im Keller. Ja, sage ich, warum? Dann sagt er, die will nicht. Ja, sage ich, was ist mit dir los? Ja, die ist frigide. Dann sage ich, komisch, das scheint mit der Vogelgrippe eingeflogen zu sein. Das wundert mich jetzt. Hast du sie mal gefragt, warum sie auf der sexuellen Bremse tritt? Weil das habe ich ihm schon abgenommen. Nein. Ja, sage ich, warum hast du sie nicht gefragt? Spricht sie nicht Deutsch? Doch, doch, die kommt aus der Eifel. Die sprechen leidlich Deutsch. Das kann ich jetzt zum Protokoll geben. Dann sage ich so, jetzt fragt sie doch mal in meiner Anwesenheit. Da sitzt sie. Ich wusste genau, was die Frau sagt. Die hat das gesagt, was alle Frauen sagen. Du bist nicht zärtlich, du bist nicht wertschätzend, du meckerst einfach rum, du ziehst dich grauslich an. Am Abendchen bist du mit 5 Bierdosen, hockst du vom Fernseher und hast Trainingshosen an. Das gehört von der UNO Menschenrechtskommission verboten und dann glaubst du, dass ich vor Lust zittere und mich auf dich werfen soll. Und ich habe dir das schon tausendmal gesagt, der hört einfach nicht hin, der hört nicht hin. Und dann hat er tote Hose, die arme Sau, aber grauenhaft. Weil ich deine Lieblosigkeit nicht mehr ertrug, über deine Trauer, über die Sinnlosigkeit deines täglichen Stresses, dein Karrierewahn sprachst du nicht. Du hast alles verdrängt. Deine Oldtimer- und Autozeitschriften waren dir wichtiger als deine Familie. Sei mir nicht böse, und jetzt kommt's. Aber manchmal bin ich froh über deinen Infarkt. Er hat dich endlich zum Sprechen und hierher in die Therapie gebracht. Der hat einen sehr guten Chirurgen gehabt, den geht oft der falsche Ruf vor, dass sie kalt wären und dass sie nicht emotional werden, so bessere Metzger werden. Nein, nein, stimmt überhaupt nicht. Der Chirurg hat ihm gesagt, sie müssen dringend eine Therapie machen. Ihre Frau hat mich auch angesprochen, sie müssen ihr Leben bedenken. Sie sind dem Tod von der Schippe gesprungen und so kann es nicht weitergehen, auch ihre Zigaretten und der Whisky, das ganze Leben. Sie müssen einen neuen Lebenssinn müssen sie entwickeln und dann ist ja auch zu mir gekommen, auch weil sie gesagt hat, ich komme nur zurück, wenn du eine Wende um 180 Grad machst. Wir Männer können von euch Frauen verdammt viel lernen. Ich habe auch viel gelernt. Norbert war erschüttert. Ich lud ihn parallel zur Paararbeit, zur Einzeltherapie ein. Er kam zögerlich. Sein Kind- und Lebensdrama wurde sichtbar. Als ich Norbert fragte, wann hast du zum letzten Mal geweint, antwortete er nach langem Nachdenken, einmal als Kind, man stelle sich das vor,
Weinen hat doch eine Entlastungsfunktion. Weinen ist Kommunikation zweifacher Art. Einmal mit mir selbst, ich merke, es geht mir nicht gut, es geht mir Hundeelend. Und wenn ich das weine in Gegenwart von anderen, ist es auch ein Appell, ein Hilferuf. Kleine Jungen dürfen oft nicht weinen. Große Weltmänner weinen dann erst recht nicht. Weinen ist für Männer weibisch, unmännlich. Goethe schreibt dagegen in seinem Drama Tasso: Die Träne hat uns die Natur verliehen, den Schrei des Schmerzes, wenn der Mann zuletzt es nicht mehr trägt. Er wendet sich ganz bewusst an uns Männern. Trotz inneren Widerstandes ließ sich Norbert in der Einzeltherapie auf mich ein. Warum? Ich mochte ihn, weil er in der Tiefe seines Herzens war ein einsamer und tapferer Junge. Er fasste Vertrauen zu mir. Er genoss mich vorübergehend als den guten Vater, den er in seinem Leben nicht gehabt hatte. Sein Erzeuger, wie er ihn nannte, war ein gefühlskalter, leistungsbesessener Antreiber gewesen. Beim geringsten Anlass schlug er seinen Sohn. Jetzt lernte Norbert die Nähe zu mir, einem Mann auszuhalten, ja zu genießen. Er begann über das Leiden und die Einsamkeit des kleinen Norbert zu weinen, ohne sich zu schämen. Er hat mit dem inneren Kind sich solidarisiert und begonnen, aus diesem inneren Kind heraus zu leben. Nun vermochte er es, Schritt um Schritt Brigitte und den Kindern gegenüber sich seelisch zu öffnen, seine Bedürftigkeit nach Liebe zu äußern und sich und den Seinen Nähe und Zärtlichkeit zu geben. Brigitte, die Kinder und Gott Eros kehrten in die familiäre Hütte zurück. Ist das nicht wunderschön? Und wir haben dann auch eine sexuelle Vereinbarung getroffen, die für ihn sehr wichtig war. Die hat er auch akzeptiert. Ich habe ihm geraten, beiden geraten, ein halbes Jahr mal überhaupt keine Sexualität, sondern Zärtlichkeit, Zärtlichkeit, nochmal Zärtlichkeit zu machen, um aufs Wesentliche zu kommen. Die Solidarität zwischen zwei Menschen und die Nähe. Und die Triebbefriedigung, die hat dann immer noch Platz nach einem halben Jahr. Für Männer ist es eine große Leistung, wenn ein Mann 2 Monate keinen Sex hat, dann ist er tödlich gefährdet. Das wissen wir gut. Trennung auch durch die antizipatorische, die vorwärtsgreifende Macht der Träume sehr wichtig. Segel setzen. Träume zeigen uns sehr oft, da stimmt was nicht. Klassischer Traum, ich sitze im falschen Zug. So, dann stellt sich, der Traum wiederholt sich, ein serieller Traum. Serielle Träume sind hartnäckig, die weisen darauf hin, dass etwas nicht stimmt. Und das liegt natürlich, die Metaphorik liegt offen da, du sitzt in deinem Leben im falschen Zug, es geht nach rückwärts und nicht nach vorwärts. Du musst aussteigen, du hast Angst, sich dem Chef zu offenbaren, du hast Angst, einen Job zu kündigen, du hast Angst, als Frau aus einer Beziehung rauszugehen. Tut man doch nicht, was werden meine Eltern, was werden die Schwiegereltern sagen, werden mich die Kinder verurteilen. Träume sind außerordentlich wichtig. Und Sigmund Freud hat gesagt, die Traumdeutung ist die Via Regis, der Königsweg zur Kenntnis des Unbewussten im Seelenleben. Im Unbewussten sind wir oft schon viel weiter als in unserem Bewusstsein, als im Über-Ich. Das sagt, das darfst du nicht und das gilt nicht und was soll das Ganze. Und es mehr Angst einjagt, du kriegst als Frau kriegst du keinen Mann mehr und als Mann, du kannst nicht kochen und bügeln, kannst du auch nicht. In meinem ganzen Leben noch kein Hemd gebügelt. Das ist für mich schwieriger als Atomphysik. Also man hat ja auch so ganz grundlegende Mängel. Da kam die 48-jährige Lehrerin Konstanze, Name geändert. Sie kam zu mir in die Beratung, weil sie die Ehe mit ihrem 10 Jahre älteren Mann nicht mehr aushielt. Der Mann war Kneipenwirt. Er war nach den Fachbegriffen des amerikanischen Alkoholismusforschers Jelinek ein Spiegeltrinker. Wie das nicht selten in der Gastronomie der Fall ist. Es muss immer ein Spiegel muss gehalten werden, einen grundsätzlichen Alkoholgehalt. Es sind rein äußerlich sehr oft, wie soll ich mal sagen, friedliche, vertrauenserweckende Leute, die fallen nicht durch Exzesse auf, aber so langsam wird der Spiegel immer höher, was sie brauchen, um noch funktionieren zu können.
Er brauchte täglich sein Maß Alkohol, vor allem scharfe Getränke, auch das. Es wird immer schärfer, es wird immer dichter. Er war nicht bereit, zu einem Entzug in die Klinik zu gehen. Ja, das ist doch keine Schande. Die anonymen Alkoholiker haben einen sehr schönen Spruch. Ich liebe die trockenen Alkoholiker. Das sind solche feine Gesellen und Gesellinnen. Und wenn ich die frage, wie alt bist du, sitzt ein 55-jähriger Mann vor mir, sagt er 5 Jahre, habe ich am Anfang gar nicht kapiert. Seit 5 Jahren bin ich trocken, das ist meine Neugeburt. Und die anonymen Alkoholiker sagen, es ist keine Schande, alkoholkrank zu sein. Es ist eine Schande, nichts dagegen zu tun. Immanuel Kant, der große deutsche Denker, 1804 gestorben, sagt einmal, du kannst, denn du sollst, wenn du das begriffen hast und nicht mehr lügst, dich selber belügst, sagst, ich bin kein Alkoholiker, ich bin einfach gesellig, ich bin Westfale oder ich komme von der Schwäbischen Alb, da wird getrunken, da gibt es ja 1000 Entschuldigungen. Solange du in der Lüge bleibst, wirst du nicht vorwärts kommen. Und sie hat ihm alle Möglichkeiten öffnen. Sie sagt, wenn du zurückkommst und du bist trocken und du gehst nachher noch zur Selbsthilfegruppe, Kreuzbund und was es alles gibt, ich roll dir einen roten Teppich aus, dann hast du eine enorme Leistung hast du vollbracht. Vielleicht musst du auch den Beruf wechseln, weil die Versuchung zu groß ist, hat nichts genützt. Dass er bereits impotent geworden war und übergewichtig, nicht nur übergewichtig, adipös, krankhaft übergewichtig. Und Adipositas zieht eine Kette von Krankheiten nach sich, vom Diabetes angefangen bis zu allen möglichen Erscheinungen. Das hat er nicht kapiert, das war Schicksal. Schicksal. Sag ich, was hast du für einen lieben Gott? Dem ist gerade langweilig, dann sagen wir, den machen wir jetzt mal impotent, dem soll der Stängel abfallen. Also das ist theologisch ein bisschen eine eigentümliche Auffassung. Stängeltheologie. Konstanze war verzweifelt. Sie litt an der Flucht ihres Mannes in den Alkohol. Sie hat auch begriffen, dass es eine Flucht war. Ich habe noch nie einen Alkoholiker getroffen, noch einen Nassen, der gesagt hätte, ich habe ein wundervolles Hobby. Jeden Abend besaufe ich mich. Das ist schön. Ich kann nicht mehr sprechen und dann lasse ich unter mich. Und manchmal mache ich auch in die Hose. Noch nie habe ich einen getroffen. Da ist jedem natürlich klar, da stimmt was nicht mehr. Er hatte eine lähmende Schweigsamkeit und eine verbale Gewalttätigkeit. Das ist oft ein unterbewerteter Gewaltsakt. Es gibt viele Männer, die sagen, ich bin noch nicht, meine Frau würde ich nie anrühren. Aber eine solche Schreierei zu machen, eine verbale Aggression, das ist Gewalt. Wenn man das beim Kind macht, das Kind wird eingeschüchtert, das Kind leidet, das Kind kriegt Symptome. So. Dann erzählte mir Konstanze, die den Mut hatte, allein in Therapie zu gehen. Und weil sie gemerkt hat, es ist sinnlos, mit dem Mann komme ich nicht weiter, aber ich kenne meinen neuen Weg noch nicht. Es macht mir alles so Angst. Sie war auch finanziell auf ihn angewiesen. Da brachte uns etwas auf die analytische Spur und auf die Spur der Lösung ihrer Lebenskrise. So ging es nicht mehr weiter. Konstanze berichtete mir einen Traum. Träume sind was ganz Kostbares. Wenn du einen Traum hast, wo du das Gefühl hast, es hat Bedeutung, ruckzuck einen Zettel auf dem Nachttisch haben und in groben Zügen aufschreiben, wenn man es leicht wieder vergisst. Sie berichtete im Traum, ich sitze im Traum in unserem Haus. Es ist kalt. Das Haus hat Löcher im Dach und daumendicke Ritzen in den Wänden. Der Wind pfeift hindurch. Mein Mann liegt im Wohnzimmer auf dem Boden. Er schläft so fest, dass ich ihn nicht wecken kann. Ich bin ratlos. Dann werde ich wütend. Wut ist sehr oft der Energizer, der Red Bull. Also in der Wut, da verändern wir oft endlich was. Vorher bleiben wir in der Trauer, in der Depression, in der negativen Abwehr. Ich verlasse das Haus. Ich bin barfuß. Der Weg ist beschwerlich. Spitze Steine stechen in meine Füße. Ich hinke. Dann komme ich an einen schmalen Steg. Der führt über einen reißenden Wildbach. Ich zögere, die Planken zu betreten. Was ist, wenn ich in die schäumenden Wogen stürze? Doch ich reiße mich zusammen, ich überquere die höllischen Wassermassen. Aber es wird noch schlimmer. Am anderen Ufer stoße ich auf einen dunklen Wald.
Die Tannen stehen dicht, es ist kaum ein Durchkommen. Der Wald ist dunkel und bedrohlich. Von Ferne höre ich das Geheul eines Wolfes. Mir zieht es das Herz zusammen vor Angst. Es ist düster und kalt um mich. Ich fröstle, meine Füße sind blutig gelaufen. Stundenlang quäle ich mich durch die Wildnis. Dann geschieht etwas Unerwartetes. Vor mir liegt eine sonnendurchflutete Lichtung. In deren Mitte steht ein Holzhäuschen. Seine Tür steht einladend offen. Vor der Holzhütte steht ein schöner Hengst. Er wiehert freudig, als er mich sieht. Ich laufe beschwingt auf das Haus zu. Der Traum bricht ab. Wir haben diesen Traum und das Bild des Waldes zu deuten versucht. Traumdeutung ist nicht eine Spezialität von Therapeutinnen und Therapeuten. Jeder von uns kann Träume deuten. Freud hat betont, wie gesagt, Traumdeutung ist der Königsweg zur Kenntnis des Unbewussten im Seelenleben. Da ist das kaputte Haus, durch das kalter Wind pfeift. Symbolisierte das nicht das zerstörte, kaputte Beziehungsgebäude dieses Paares? Es gab zwischen ihnen keine Lebendigkeit, keine Wärme mehr. Es braucht viel Leidensdruck, bis die Träumerin endlich ängstlich, barfuß und ungeschützt den Weg aus der Beziehung herausfindet. Schon das ist Wandel. Das ist die, aus der Raupe wird der Schmetterling, die ganz große Leistung, sehr oft auch zu gehen und sagen, hier in diesem gemütlichen Elend bleibe ich nicht mehr hocken. Das schmerzt wie die spitzen Steine unter ihren Füßen. Sie muss über einen schwankenden Steg. Es ist ein Balanceakt. Ja, warum? Das alte Leben ist nicht mehr. Sie ist gegangen und das neue Leben ist noch nicht da. Wer kennt nicht solche schwierigen Übergangssituationen? Unter ihr gurgelt der Wildbach. Das ist ja Angst vor der Zukunft als geschiedene Frau. Werde ich wieder einem Mann finden, werde ich vielleicht noch Familie gründen können. Ein einsamer Wolf heult. Objektstufe könnte das die Gefahr des Alleinseins bedeuten. Angst ist alles bedrohlich. Das Subjektstufe könnte das die potenziell wölfische Kraft einer Frau bedeuten, einer Persönlichkeit. Die südamerikanische Schriftstellerin Clarissa Estes, die hat dieses ermutigende Frauenbild vor ungefähr 30 Jahren in ihrem Klassiker Die Wolfsfrau hinreißend beschrieben. Das hat Generationen von Frauen wirklich angetrieben. Entdeck die Wolfsfrau in dir. Sei nicht mehr so nett. Der Wald, wofür steht der Wald? Ich denke, es war der Dschungel des Lebens, das Neue, das noch einfach unbekannt ist. Der Wald bedeutete offensichtlich auf der Symbolebene Bedrohung und Ungemütlichkeit, aber auch Überraschung, Herausforderung. Der Appell an den Pioniergeist der Frau, wenn wir uns nicht dem Wald des Lebens anvertrauen, bleiben wir Stubenhocker. Sitzengebliebene, jammervolle Bewohner des Opferlandes, Hänsel und Gretel, müssen sich durch den Wald schlagen. Das Mädchen mit den abgeschlagenen Händen, es muss durch den Wald. In dem Märchen des sexuellen Missbrauchs allerlei Rau, da geht das Mädchen flüchtet vor dem Vater, der sie heiraten will, der in einer schwer missbräuchlichen Beziehung bereits mit ihr lebt. Sie flüchtet in den Wald und dort verbirgt sie sich in einem halboffenen Baum und der königliche Prinz kommt vorbei und es fällt ihr unendlich schwer, mit ihm in eine neue Zukunft zu gehen. Das heißt, da müssen wir raus. Und indem wir in der Wanderung durch den Wald unseres Lebens einen neuen Sinn und unsere Aufgabe suchen, da reifen wir. Wo der dunkle Wald und der Wolf lauern, da geht es weiter. Und genau in dieser mutigen Angstbewältigung betritt unsere Träumerin Konstanze das gelobte Land, die sonnenhelle, von Energie gefüllte Lichtung. Ein neues Beziehungshaus lädt sie ein. Wer hätte nicht gern von uns ein Holzhäuschen? Ein wiehernder Hengst begrüßt sie fröhlich.
könnte das nicht die künftige Begegnung mit einem erotischen Mann voller dynamischer Pferdestärken bedeuten? So groß, ein wiehernder Hengst. Frag dich mal, ob dein Mann ein wiehernder Hengst ist oder welchen Tiernamen du ihm geben wirst. Bitte nicht kleiner fetter Mops oder so irgendwas. Das kann ganz klar. Der Traum hatte, das hat sich dann herausgestellt, das ist immer das Großartige. Heike, du kennst es ja auch als Psychotherapeutin, dass wir die Entwicklung der Menschen sehen, die zu uns kommen. Das macht so glücklich, das erfüllt einem so. Da entsteht eine Verbindung und was du vorgesehen hast. Der letzte Grund der Therapie und der Beratung ist die Liebe und die Wertschätzung und nichts anderes. Wir können auch mal theoretische Fehler machen, das ist völlig normal. Aber das muss einfach stimmen. Ein Mensch sagt später, die Frau hat mir so gut getan, bei der habe ich überhaupt mich als Frau wieder erlebt. Die hat mich gerühmt, die hat mich aufmerksam gemacht, was an mir schön ist. Und ein Mann sagt das Gleiche. Der Mann hat mir gut getan in seiner Lebendigkeit. Der war brüderlich und der hat mich nicht verurteilt. Allein das kann schon was ganz Heiliges sein, nicht verurteilt zu werden. Das Unbewusste nimmt, wie gesagt, oft vorweg, was das Ich noch nicht weiß. Konstanze hütete ihren Traum wie ein Schatz. Er hat mir den Weg gezeigt durch den Lebenswald. Und was hat sie gefunden? Ein Witwer, der voller Liebe war und auch sehr verbunden noch war mit seiner früheren Frau. Und der sie wie einen Schatz hat er die behandelt. Ich war mal in Frankreich verliebt und das werde ich nie vergessen. Uri da, eine Algerien-Französin. Und die hat immer gesagt, tu es mon trésor. Da habe ich immer gedacht, was hat die mit diesem Bankbegriff? Ich habe das nicht kapiert. Das war die wörtliche Übersetzung, du bist mein Schatz. Ich hätte nie getraut, das vom Deutschen ins Französische so zu übersetzen. Und avez-vous un canto du Chiro oder was? Nein. Du bist mein Schatz. Und das ist so wichtig, auch dass wir das in der Liebe dem anderen immer wieder sagen. Du bist der Mittelpunkt meines Universums. Manchmal könnte ich dir die Gurgel durchschneiden, aber du bist der Mittelpunkt meines Lebens. Also es darf beides im Realismus darf drin sein. Kommen wir zum Schluss. Der Traum. Was ist unsere Aufgabe? Das ist mir auch nochmal sehr deutlich geworden. Es geht nicht nur um Entwicklung im egoistischen Sinn, in der Erweiterung meiner Selbstkompetenz. Es bedeutet auch, was du vorher angedeutet hast bei den gegenwärtigen politischen Ergebnissen, die uns mit Recht Angst machen. Es geht auch darum, sich sozial zu öffnen, eine Selbsttranszendenz zu entwickeln. Transzendere heißt im Lateinischen übersteigen, nicht nur im egoistischen Ich, oder in einer Paar-Egoismus zu bleiben, sondern immer auch zu fragen, was kann ich für das öffentliche Wohl tun? Wenn ich einmal gestorben sein werde, habe ich in irgendeiner Form dazu beigetragen, dass diese Gesellschaft ein Stück menschlicher wurde. Ein winziges Mosaik, da geht es nicht um große Dinge, aber es geht um Selbstübersteigung. Und Viktor Frankl, einer der größten europäischen Psychotherapeuten, der als Jude in drei KZs war und ein Buch geschrieben hat, trotzdem Ja zum Leben sagen. Seine Frau wurde vergast, seine Eltern wurden vergast. Der war am Schluss noch in dem Steinbruch Mauthausen. Unfurchtbare Sachen erlebt. Und der sagt einmal, der Untertitel ist, ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Und der sagt, unter der Selbsttranszendenz verstehe ich, Menschsein immer über sich selbst hinaus auf etwas verweist, auf einen Sinn, den da ein Mensch erfüllt. Selbst in verzweifelten Situationen, selbst wenn es nicht gebracht hat, aber er hat etwas getan für die Gemeinschaft, für die Zukunft. Nelson Mandela beispielsweise, allein durch seinen Widerstand, dass der nicht eingeknickt ist. Was für eine Leistung. Mutter Teresa auf ihre Art, Albert Schweitzer und all die, die wir kennen und die wir auch verehren. Und ich bin gestoßen auf die Widerstandskämpferin, die Sophie Scholl. Den Traum der Sophie Scholl. Ein realistischer Traum. Ich hatte keine
keine Ahnung davon. Dabei hatte ich ein Buch über Träume geschrieben. Ich habe die Geschichte der Träume analysiert, die Pioniere ihrer Deutung, also vor allem Freund und C.G. Jung. Ich hatte Entwicklungsträume beim Namen genannt, die Angstträume, die erotischen Träume, die sind manchmal wundervoll, die sind so herrlich unanständig, ich kann sie euch nur wünschen, die sind an Schlüpfrigkeit nicht zu überbieten. So, die Todesträume und selbstverständlich auch die Paarträume, die sind manchmal sehr sarkastisch. Da liegt eben der Mann besoffen auf dem Boden, wie wir es bei Constanze erlebt haben. Aber etwas hatte ich damals nicht wahrgenommen, den politischen Traum. Und die Publizistin Charlotte Berat, eine Jüdin, die in die USA emigriert ist, hat ein Buch geschrieben, darauf bin ich gestoßen, eine klassische Studie, das Dritte Reich des Traumes aus den 70er Jahren. Und hier berichtet sie auch von Sophie Scholl. Wer war Sophie Scholl? Sie wird 1921 in dem kleinen Städtchen Forchenberg in der Region Heilbronn-Franken als vierte der sechs Geschwister geboren. Der Vater ist Ortsbürgermeister, die Mutter Diakonisse, ein gutes protestantisches, gläubiges Elternhaus. Die Erziehung ist tiefgläubig, evangelisch. Sophie folgt zunächst dem nationalsozialistischen Gemeinschaftsideal. Sie tritt mit 13 Jahren dem Bund Deutscher Mädel, dem BDM, bei, von dem sie sich später abwendet. Wandlung. Sie macht nach dem Abitur eine Ausbildung zur Erzieherin. Das genügt ihr nicht. Wandlung. Sie studiert ab 1942 an der Ludwig-Maximilians-Universität München Biologie und Philosophie. Leitbilder werden ihr die Schriften des Kirchenvaters Augustinus und des französischen Hitlergegners und Reformkatholiken Georges Bernanos. Wir kennen ihn von seinem berühmten Tagebuch eines Landpfarrers. Sie verlobt sich mit dem Kriegsgegner und Soldaten im Russlandkrieg Fritz Hartnagel. Dann schließt sie sich mit ihrem Bruder Hans, dem Medizinstudenten, der studentischen Widerstandsgruppe Weiße Rose an. 1943 veröffentlicht sie auf dem Höhepunkt des Krieges mit den Gesinnungsfreunden das erste Flugblatt von insgesamt sechs. Das erste reflektiert den Beginn der Flächenbombardierung deutscher Städte als Folge des Angriffskrieges. Das jetzt wird euch Coventry und so weiter, das wird euch heimgezahlt. Die studentischen Schreiber appellieren an die Leser ihrer brandgefährlichen Schriften, Zitat, wo immer ihr auch seid, verhindert das Weiterlaufen dieser atheistischen Kriegsmaschinerie. Im zweiten Flugblatt fordert die Weiße Rose den Widerstand gegen den verbrecherischen Gewaltstaat als, Zitat, sittliche Pflicht. Jeder Einzelne soll sich gegen ihn stemmen, Zitat, im rüstungs- und kriegswichtigen Betrieben, in allen Versammlungen und Kundgebungen. Jedes Wort, so geht es weiter, das aus Hitlers Mund kommt, ist Lüge. Das Wort ist das vierte Flugblatt. Die NS-Diktatur bedeutet, Zitat, die Macht des Bösen. Hitler sei ein Satan, ein Bote des Antichristen. Der Hitler, der sich ja immer gern als guter Katholik, der ist ja nie aus der Kirche ausgetreten, präsentiert hat, aus rein strategischen Gründen sich mit dieser großen Volksorganisation nicht anzulegen. Der Vormarsch im Osten erweise sich als Illusion. Hitler treibe für seine Kriegsziele die Soldaten in einen sinnlosen Tod. Zitat, täglich fallen in Russland Tausende. Am 30. Januar musste ja die deutsche Wehrmacht in Stalingrad kapitulieren. Und da sind dann 600.000 deutsche Soldaten in die Gefangenschaft gekommen. 5.000 von denen sind Jahre später überhaupt nur zurückgekehrt. Hitler kann den Krieg nicht gewinnen, nur noch verlängern, ist die zentrale Botschaft des fünften Flugblatts. Die doktrinäre, sogenannte weltanschauliche Schulung ersticke jedes Selbstdenken, heißt es im letzten Flugblatt. Zitat, im Namen des ganzen deutschen Jugend fordern wir von dem Staat Adolf Hitlers die persönliche Freiheit, das kostbare Gut des Deutschen zurück, um das er uns in der erbärmlichen
herrlichsten Weise betrogen hat. Was für eine mutige Sprache, was für eine genaue, präzise Beschreibung. Es sind Meisterwerke. Die deutsche Generalität, die hat bis zum Schluss durchgehalten, die Intelligenz hat versagt. Und das Volk hat weggeschaut. Meistens der Rest ist bekannt. Der Schlosser und Hörsaaldiener Jakob Schmidt, ein SA-Mann, nimmt am 18. Februar 1943 Sophie und ihren Bruder Hans fest, als sie die Flugblätter in den Lichthof der Uni werfen. Sie werden vor Gericht gezerrt. Der oberste Justizmörder Roland Freisler reist von Berlin an und fordert ihre Enthauptung durch die Guillotine. Sie wird 4 Tage später im Gefängnis München-Stadelheim vollstreckt. Sophie stirbt tapfer und gefasst. Ihr Credo lautete, Zitat, man muss einen harten Geist und ein weiches Herz haben. Wunderschöne Beschreibung. Ja, genau. Und nun der Traum. Sophie Scholl hatte ihn wenige Stunden vor ihrem Tod der Zellengenossin Else Gebel erzählt. Zitat Sophie Scholl. Ich trug an einem sonnigen Tag ein Kind in langem weißen Kleid zur Taufe. Der Weg zur Kirche führte auf einen steilen Berg hinauf. Aber fest und sicher trug ich das Kind in meinen Armen. Da, plötzlich war vor mir eine Gletscherspalte. Ich hatte gerade noch so viel Zeit, das Kind auf der anderen Seite niederzulegen. Dann stürzte ich in die Tiefe. Ende dieser Traumschilderung. Sie erklärt den Sinn ihres Traumes so. Die Sophie Scholl. Das Kind ist unsere Idee. Sie wird sich trotz aller Hindernisse durchsetzen. Wir durften Wegbegleiter sein, mussten aber zuvor für sie, für die Idee sterben. Was für eine erschütternde auch Interpretation. Dieser wegweisende Traum, der beinhaltet nicht nur in den symbolischen Bildern Kirche, Taufe, Weg nach oben, Mutterschaft, die Sophie versagt war, und Absturz in die Gletscherspalte des Todes ihren unerschütterlichen Glauben an die Überwindung des Faschismus, aber auch die grundsätzliche Transzendenz, dass die private Person überschreitende der Sophie Scholl. Mit anderen Worten, kümmern wir uns um unsere eigene Transzendenz. Sie kann natürlich niemals so heldenhaft sein wie die der Unvergleichlichen, aber immerhin etwas, womit wir durch unser Leben und Engagement der Welt die Welt ein ganz klein bisschen besser hinterlassen werden. Dann, denke ich, haben wir die Segel richtig gesetzt. Ich danke euch für euer Schweigen. Keiner ist eingeschlafen. Dankeschön. Oh, das knallt schön. Wir müssen es nochmal wiederholen. Das ist ja schön. Kann ich das Mikro mitnutzen? Ja, ja, ja. Das ist ja toll. Das ist ja. Ich kriege noch was. Es gibt einen schönen Witz über ein schwäbisches Ehepaar. Die waren eingeladen, dann verlassen sie wieder die Haustür. Und dann sagt die Frau zum Mann, haben wir auch mehr, als wir mitgebracht haben. Ja, genau, haben wir. Ja. Hast du. Ach, das ist. Darf ich das gleich aufmachen? Ihr werdet mir doch keine Pornografie schenken. Doch. Das darfst du jetzt natürlich hier. Funktioniert das? Nee, gar nicht. Doch? Geht's jetzt? Okay. Einen Moment, das muss ich nochmal aufmachen. Natürlich. Frauen. Junge Mädchen, heiße Betten, sehr schön. Nein, nein.
Nein, der Titel heißt Sequarted, würde ich sagen. Wie vier Frauen die Philosophie zurück ins Leben brachten. Ich komme ja nun von der Philosophie, das ist die große Leidenschaft meines Lebens, ist die. Und die Frauen. Und die Frauen. Ja, deshalb. Woher wisst ihr das? Ihr solche Versagen. So ein Hallo drin. Ich bedanke mich ganz innig. Ich setze mich mal hier rüber. Ja, Matthias, du hast ja auch dein Buch mitgebracht, ne? Ja. Also, Matthias hat einige Exemplare vorne liegen und wir hoffen doch sehr, dass du dir jetzt noch ein bisschen Zeit nimmst für Gespräche und auch um die Bücher zu signieren. Ja, vielen Dank nochmal für diesen bewegenden Vortrag. Der nächste Vortrag ist bestimmt auch bewegend, den hält unsere Heike, zum Thema Resilienz als Superkraft des Lebens, das Immunsystem der Seele stärken. Der findet am 14. Oktober statt und ich bin schon sehr gespannt auf diesen Vortrag. Der Heike wird ihre 30 Jahre Praxiserfahrung zusammenbringen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Thema Resilienz. Was ist überhaupt Resilienz? Thema. Und warum ist diese Resilienz so bedeutsam für unsere seelische Gesundheit? Und mit ihrer Erfahrung wird sie uns auch alltagspraktische Beispiele geben und Führungen geben, wie wir mit mehr Kraft und mehr seelischer Gesundheit es vermeiden können, in dauerhafte Erschöpfung oder Depression oder Burnout zu verfallen, gerade in dieser krisengeschüttelten Zeit. Und es gibt, würde ich mal sagen, niemanden, der hier ungeschoren davon kommt. Ja. Und von daher finde ich das ein ganz bedeutsames Thema. Ja. Wirklich nochmal auch ein paar Beispiele oder auch ein paar Werkzeuge an die Hand zu bekommen. Ich freue mich sehr auf diesen 14. Oktober und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn wir uns da wiedersehen, alle. Ich bin noch richtig geflasht, dass so viele da sind heute Abend. Das freut mich ungemein. Ja, das stimmt. Und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, wenn Ihnen diese Vorträge gefallen, dann freuen wir uns besonders, wenn Sie uns auch unterstützen, sei es durch eine Mitgliedschaft, aber natürlich auch gerne durch Spenden, weil wir diese Arbeit hier ja ehrenamtlich und kostenfrei machen und das möchten wir auch gerne weiterhin. Es macht uns große Freude. Wir freuen uns jetzt erstmal, wenn Sie noch ein bisschen Zeit haben und dass wir uns an dem Büchertisch, an dem Infotisch, Verkaufsstand noch begegnen und noch einige Gespräche haben. Und dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und bis bald. Dankeschön.